So, wir haben hier auch noch die Entertain-Kachel. Dort läuft das aktuelle Fernsehprogramm durch. Da könnte ich mir die Fernsehzeitschrift wechseln oder hier über diesen Button auf die Entertain Remote Control, also die digitale Fernbedienung. Als erstmalig genutzt wird, muss ich jetzt das Ganze einmal verbinden mit meinem Entertain Media Receiver. Ich gehe jetzt hier auf Verbinden. Das Puls sucht jetzt den Media Receiver innerhalb meines Netzwerkes. So, und falls ich die Remote Control von Entertain bisher nicht genutzt habe oder mobile Geräte, muss ich das zunächst einmal im Media Receiver aktivieren. Ich gehe hier in der Fernbedienung einmal auf die Menütaste, blättere einmal durch, bis ich oben auf den Punkt Einstellungen komme, drücke einmal OK, blättere jetzt hier durch auf den Punkt Media Receiver, mobile Geräte verbinden und sage hier Verbindung an. So, ich habe jetzt hier, mein Puls hat jetzt zwei Media Receiver gefunden, einmal mein Zweitgerät und hier einmal mein Gerät im Wohnzimmer. Und jetzt sage ich hier Gerät verbinden. Verbindung ist erfolgreich. Und ich habe jetzt hier die Bedienung. Ich kann jetzt hier die Sender schalten. Und jetzt wechselt er im Hintergrund. Ich könnte hier die Lautstärke regeln, die man oben am Fernseher sieht. Ich habe es jetzt nur auf lautlos, damit Sie mich verstehen können. Also die einfache Bedienung, kann den Media Receiver hier ausschalten oder wieder einschalten. Alles das über mein Telekom Puls Tablet. Neben der Entertain Remote Control App, die ich hier jederzeit mir einblenden und auch wieder zumachen kann, gibt es hier unten noch eine Entertain Kachel, die ich mir eingerichtet habe. Da werden mir Film- und Sendungsempfehlungen ausgesprochen. Und wenn mich das irgendwas interessiert, was er mir hier vorschlägt, kann ich einmal draufklicken und dann wird automatisch im Hintergrund der Sender umgeschaltet und dann kann ich das Ganze jetzt gucken. Zusätzlich gibt es natürlich auch die normale Entertain-App oder den Programmmanager. Den habe ich jetzt hier schon fertig eingerichtet mit meinem Account, habe ich mich eingeloggt vorher. Das heißt, ich habe hier Zugriff auf Entertain2Go. Ich habe hier Zugriff auf die digitale Programmzeitschrift. Das ist so die Hauptübersicht. Mal gucken, was kommt denn morgen so im Fernsehen, was wurde mir empfohlen. Wenn ich da irgendwas aufnehmen will, kann ich da reingehen, kann mir hier nochmal Text durchlesen und sagen, ich möchte diese Sendung aufnehmen. Und damit ist die jetzt auf meinem Media Receiver auch programmiert und wird dann morgen aufgenommen. Ich habe hier oben links noch das Menü. Neben der Programmübersicht und den weiteren Sachen, also hier ist nochmal die Programmübersicht gleich nach Uhrzeiten und nach Sendern gegliedert. Hier beliebig mir alles anschauen, also eine digitale Programmzeitschrift. Gibt es hier auch noch die Videothek, wo ich mir kostenpflichtig Top-Blockbuster ausleihen kann. Oder hier unten gibt es noch die Aufnahmen, die sich bereits auf meinem Media Receiver befinden, die ich hier auch verwalten kann oder löschen kann. Also jetzt greift er auf meinen Media Receiver zu und zeigt mir, welche Sendung ich bereits gespeichert habe. Also mit dem Telekom Puls können Sie Ihren Media Receiver besonders einfach vom Sofa aus steuern.